Ich habe es nicht für möglich gehalten, dass ich das, was ich jetzt mache, mache. Und zwar bin ich hier auf dem Abschluss meiner Nordtour. Und ich habe ja mal das Video über die IFC in Bad Essen gemacht. Da hatte ich ja gesagt, dass der Feuerstellungsbereich der Nike-Raketenstellung der Holländer, dass es den gar nicht mehr gibt und dass da nachher die Briten drauf waren und dass die dort ein Munitionsdepot errichtet haben. Und in eben diesem Munitionsdepot bin ich jetzt. Denn ich habe mir gerade gedacht, ich habe nichts zu verlieren. Auf dem Rückweg fährst du da mal eben vorbei und guckst einfach mal, was man da sehen kann. So, erstes Privatgelände ist das hier. Das ist also betreten so einfach nicht erlaubt. Zweitens habe ich mich natürlich an das Schild, was da vorne steht, dann auch gehalten und habe mal Kontakt gesucht. Und ich habe auch Kontakt bekommen zu der Eigentümerin hier. Und die hat mir ein bisschen was zu dem Gelände erzählt. Und es ist jetzt angedacht, das ist so ein langfristig angesetztes Projekt, diese Bunker umzubauen in Ferienhäuser, die man dann entsprechend mieten kann. Das gucken wir uns gleich an. Da habe ich auch Erlaubnis bekommen, dass ich mich da umsehen darf. Das stelle ich euch dann mal vor. Aber als erstes, beziehungsweise die Bunker sollen, es ist so geplant, dass die nach und nach umgebaut werden. Die anderen Bunker hier, die es hier noch gibt, die sind alle vermietet. Die sind alle vermietet an Personen, die dort irgendetwas eingelagert haben. Und es gibt auch rege Nachfrage nach diesen Bunkern. Es ist aber alles vermietet, also es steht keiner frei. Und ich bin unendlich dankbar dafür, dass ich mich hier auf dem Gelände bewegen darf und mir das anschauen darf. Und deshalb nehme ich euch natürlich jetzt mit und wir filmen das hier. Ich werde jetzt wohl nicht jeden einzelnen Bunker für euch abfilmen, weil das wäre da doch ein bisschen viel des Guten. Wir halten uns hier mal grob an die Struktur, wie man die hier erkennen kann, oder an die Bauweisen des Bunkers, und stellen dann mal hier so ein paar stellvertretend für die anderen Bunker vor. Mega klasse, hätte ich so nicht mit gerechnet. Psst, komm hier. Gut, dann gehen wir jetzt hier noch mal ein bisschen übers Gelände. Hier haben wir gerade schon ein paar Eindrücke bei der Einfahrt hier sammeln können. Und ihr habt da auch schon den einen Bunker gesehen, der da umgebaut wurde. Erschreckend guter Zustand, möchte ich sagen. Ich finde nicht, dass das irgendwie runtergekommen aussieht. Das ist schon recht gut gepflegt. So, aus dem Gespräch ging auf jeden Fall hervor, dass das bis 2007 jemandem gehörte, der so ein Militärfreak ist. Der hatte hier irgendwie auch Sachen untergestellt. Ich weiß, aus welcher Stadt er kam. Ich werde die Stadt jetzt nicht nennen, weil ich finde das alles ein bisschen indiskret. Ich weiß auch nicht, wer das ist. Ja, auf jeden Fall war das wohl irgendwie so ein Militärsammler. Und der hat das dann letzten Endes 2007 verkauft. Ja. Was ich, glaube ich, erwähnen darf, ist, dass natürlich erstmal hier keinerlei Genehmigung vorhanden war, dass man hier Ferienhäuser oder dass man es umbaut für Ferienhäuser. Das bedarf natürlich alles wieder einer Nutzungs- oder einer Bauplanänderung, und das hat der spätere Besitzer dann richtig geschickt gemacht. Der hat nämlich einfach mal einen dieser Bunker umgebaut. Und dann hat er die ganzen Leute, die dafür verantwortlich sind, von der Stadt und was weiß ich, von welchen Ämtern, die hat er dann eingeladen und hat die einfach vor vollendete Tatsachen gestellt. Ja, und das hat wohl funktioniert. Die Leute haben nämlich dann gesagt, boah, das ist, finden wir gut, gutes Konzept, interessant. Und dann hat er entsprechend die Genehmigung dafür bekommen, das zu machen. Finde ich mutig, aber finde ich auch den richtigen Weg, denn das ist der Weg des Unternehmers. Wenn du Unternehmer bist und wenn du was bewegen möchtest, dann musst du auch mal Risiken eingehen, dann musst du einfach auch mal Dinge durchziehen und machen. Und ja, das halt einfach umsetzen. Ne? Weil wenn du ewig und 3 Tage auf irgendwelche Behördengenehmigungen wartest und die können sich das gar nicht vorstellen und du fertigst da, was weiß ich, was für Zeichnungen an, die dich noch wieder Tausende von Euros kosten, weil du das irgendeinem Architekturbüro gegeben hast, da siehst du hier in diesem Land eben kein Land. Das ist das Traurige daran. So, ich schweife ab vom Thema. Wir filmen hier ja eigentlich Infrastruktur. Und wir sehen hier auch Unterschiede. Es gibt also kleinere Bunker und es gibt größere Bunker mit verschiedenen Toren. Hier sind das 1, 2, 3, ja letzten Endes sind das hier 4 Tore an der Zahl. Und die kleineren Bunker, die hatten glaube ich gerade auch nur ein Tor. Dann gehen wir hier vorne nochmal rum. Also wie gesagt, ich werde das nicht, genau, da hinten dieser kleinere Bunker, nur um es nochmal eben zu erwähnen, ein Tor. Ich werde das hier nicht komplett alles abfilmen, aber wir schauen uns natürlich jetzt auch noch mal eben eines dieser umgebauten Objekte an. Dazu gehen wir aber noch mal eben, nee, wir gehen hier vorne durch, das ist schon okay. So, da sieht man schon, da ist so ein Dach aufgesetzt worden. Hier ist auch so ein kleiner Teich, ob das mal der, das war bestimmt mal der Feuerlöschteich. Das muss ich sagen, das sieht richtig, richtig klasse aus. Finde ich eine schöne Umnutzung. Und dann gucken wir uns jetzt den Bunker an, den wir uns anschauen dürfen. Komm mal hier hin. Das sollte, glaube ich... Ach so, 1, 2... Okay, warten Sie. Also wenn ich das jetzt richtig sehe, hier in der Mitte befindet sich der Bereich, wo die Heizung etc. eingebaut ist. Also so der Technikbereich. Und dann wäre hier links das Ferien-Apartment. Wir gucken mal eben rein. Ah, ja, guck an, jetzt habe ich die Struktur verstanden. Wir haben also hier, muss dann die erste Bunkertür gewesen sein. Und das sind dann so kleine Parzellen immer. Und in den einzelnen Parzellen sind dann verschiedene Dinge untergebracht. Ah, okay, hier haben wir das Badezimmer drin. Ja, ich weiß nicht, wie gut man das jetzt sehen kann aufgrund der Spiegelung. Hier ist der Haupteingangsbereich. Ah, da sieht man irgendwie auch so eine Ablage. Und dann gibt es letzten Endes, kann man dann links und rechts um die Ecke gehen. Das ist dann so ein kleiner Flur. Und dann haben wir hier links noch, was haben wir da? Jo, weiß ich gar nicht. Vielleicht wäre das auch das Schlafzimmer. Ah ne, da sind Anschlüsse für Fernseh und so. Das wäre dann hier vielleicht das Wohnzimmer und dann vielleicht ganz rechts das Schlafzimmer. Ist auch egal. Ich muss sagen, ich finde das toll gemacht. Das sieht richtig klasse aus. Und man erkennt so, wenn man hier so ist und das nicht weiß, erkennt man noch gar nicht, dass das mal ein Bunker war. Sieht man dann, wenn man dran vorbeigeht. Ja, ist cool. Richtig cool. Sehr, sehr schön. Ja, und so ist es. Genau. Und das kann man dann anhand dessen sehen. Hier haben wir auch die 4 Eingänge. Dazwischen ist dann dieser Wirtschaftsraum geschaffen worden. Und da rechts wieder die Eingänge. Und genauso ist dann die Struktur von dem. Ja, klasse. Gehen hier noch mal ein bisschen her. Vielleicht gehen wir einfach noch mal hier diese Bunkerreihe ab. Weil da hinten waren wir schon. Da stehen auch überall diese kleinen Fernmeldehäuschen. Die sind also nicht so wie die von der Bundeswehr. Die sind ja aus so einem aus irgendeinem GFK-Material. Das ist hier, soweit ich das gerade festgestellt habe, ist das so ein Blech irgendwie. Vielleicht finden wir gleich nochmal eins von den Häuschen. Machen wir doch nochmal eben eine Probe. Und auf so einem englischen Munitionsdepot von dieser Aufteilung her, da war ich auch noch nie. Ah ja, da hinten ist noch so ein Häuschen. Da gehen wir noch mal eben hin. Da schalte ich euch noch mal zu. Ein kleiner Schwenk hier noch. Auch noch mal einmal hier hoch. Hier stehen also überall diese kleinen Einzelbunker auch verteilt. Und ich muss sagen, auch die Leute, die hier was ablagern, das hat hier alles schon eine Ordnung. Ja? Also wenn du dir teilweise Gelände anguckst, wie da rumgesaut wird. Ne, das ist hier alles, das ist schon akkurat. Also es passt, das macht wirklich einen stimmigen, ordentlichen Eindruck hier. Klasse, ne, gefällt mir wirklich gut hier. Okay, genug gelobhudelt. Jetzt gehen wir da vorne zu dem Telefonteil und dann schalte ich die Kamera nochmal ein. So sieht's aus. Ja, man erkennt es hier. Das ist auf jeden Fall alles aus Blech gearbeitet. Also interessant finde ich das Ding auch. Ist cool. Was ihr noch nicht gesehen habt, aber ich schon gesehen habe. Man kann es öffnen. Und man hat hier drin gar keinen Telefonhörer, sondern man hat so eine Gegensprechanlage. Man kann also hier drauf drücken. Und dann, was weiß ich, ne, klingelt es irgendwo, wie auch immer. Cool. Cooles Teil. Ja, mache ich dann mal wieder zu. Ey. Ja, und was hier mal dran stand, das weiß ich nicht. Irgendwelche Hinweisschilder bezüglich der Bunker werden es gewesen sein. Gut, ist auch jetzt, glaube ich, nicht mehr so wichtig. Ja, ich hoffe, ihr hattet hier ein paar schöne Eindrücke, genauso wie ich die hier hatte. Und es weint jetzt hier keiner Tränen, weil ich nicht jeden einzelnen Bunker abgefilmt habe. Aber wir sind ja doch alle relativ gleich. Wir haben die Struktur, haben wir ja grob erkannt. Und wenn das von oben noch mal sehen möchte, bei Google Maps ist das natürlich auch zu finden. Und man erkennt das natürlich auch. Richtig klasse. Also der ehemalige, die ehemalige Nike Feuerstellung ist das hier von Bad Essen, von den Holländern, umgewandelt durch die britische Armee in ein Munitionslager, und von der Nike-Stellung ist wirklich auch überhaupt nichts mehr, auch nur ansatzweise zu sehen. Ich bin immer noch sehr froh, dass ich hier mich frei drauf bewegen durfte. Vielen Dank nochmal und ja, euch danke ich fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo da, einen Kommentar oder ein Like. Ich freue mich drüber und wir sehen uns die Tage wieder, wenn es heißt Joscha und Dexter auf Tour. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ciao, Kakao.